In diesem Video klären wir die Frage, ob der neue Rocco T5 Taschenwagen wirklich ab Werk vollständig zugerüstet ist und sehen uns den Wagen im LKW Walter Ganzzug an. Grüß euch bei der Mobber Manufaktur. Endlich wurde der neue T5 Taschenwagen mit LKW Walter Auflieger geliefert. Es handelt sich bei dem Wagen um eine Rocco-Neukonstruktion für 2024. Versprochen wird, das Modell ist ab Werk vollständig zugerüstet. Der Wagen wird mit Hilfe der Folien vorsichtig aus der Verpackung genommen. Und oje, rechts stechen sofort zwei Beutel mit Zurüstteilen ins Auge. Jedoch kann man beim zweiten Blick wieder Entwarnung geben. Der Wagen ist für den Beladungstyp, also in diesem Fall für einen Sattelauflieger, passend zugerüstet. Die Klappriegel sind alle dran und wie man es vom T3000e kennt, auch klappbar. Griffstangen, Trittstufen, Seilankerhaken, alles ist am rechten Platz. Möchte man den Wagen in die Vitrine stellen oder mit einem anderen Beladungstyp wie zum Beispiel Container nutzen, erst dann kommen die mitgelieferten Zurüstteile zum Einsatz. Zumindest gilt dies für den Wagen. Der Auflieger ist wie bei den anderen Rocco-Taschenwagen nicht zugerüstet. Hier sind noch die Ersatzreifen und die Rückleuchten anzubringen. Naja, ist keine große Sache. Und in unter einer Minute erledigt. Damit ich den Wagen in meinen LKW Walter KLV einreihen kann, bekommt er auch noch die Universalkupplungen spendiert. Weißt du eigentlich, wofür KLV oder KV steht? Es ist die Abkürzung für kombinierten Lastenverkehr beziehungsweise kombinierten Verkehr. Dabei wird der überwiegende Teil der zurückgelegten Strecke mit der Eisenbahn bewältigt und der Vor- und Nachlauf auf der Straße so kurz wie möglich gehalten. Hier sehen wir auch Vergleichsbilder mit den Rocco Taschenwagen T2000, T3 und T3000e von links nach rechts. Im Vergleich zu den anderen Modellen ist der T5 schon ein Traum. Als geübter Zurüster brauchte man beim T3000e 10 bis 15 Minuten. Ungeübt kann das sogar sehr ausarten und kann einem beinahe zum Ausflippen bringen. Der Wagen ist wie gewohnt aus Metalldruckguss und bringt dadurch ein schönes Eigengewicht mit sich. Die Detaillierung überzeugt auf ganzer Linie mit sehr vielen separat angesetzten Steckteilen. Auch die trennscharfe Bedruckung sei hier sehr positiv erwähnt. Beim Fahrbetrieb gibt es keinerlei Auffälligkeiten. Er dreht brav seine Runden, ohne auch nur einmal zu entgleisen.
Damit ihr den Wagen leichter identifizieren könnt, habe ich diesen direkt hinter der Lok gekuppelt. So ist er beim Fahren auch den stärksten Zug- und Druckbelastungen ausgesetzt. Im Handel wird der Wagen um etwa 70 bis 80 Euro angeboten. Hier bemerkt man schon den etwas höheren Preis für einen einzelnen Taschenwagen, der vermutlich wegen der Zurüstung zustande kommt. Für mich ein sehr gelungenes Modell von Rocco. Gerne darf hier nochmal eine Betriebsnummer mit LKW Walter Auflieger kommen. Dann wäre der Ganzzug bei mir komplett. Ich habe euch alle aktuell erhältlichen Rocco Taschenwagen mit LKW Walter Aufliegern in der Videobeschreibung verlinkt. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren, ob ihr auch aktuell an einem KLV Ganzzug sammelt oder das für euch uninteressant ist. Wem es gefallen hat, bitte liken und kostenlos abonnieren. Bis zum nächsten Mal, Hans von der Mober Manufaktur.